Netze, willkommen zurück zu IMS Mod 5, ja, zu der Reihe, die, da habe ich ja jetzt eine längere Pause gemacht und ich habe mir überlegt, da wir jetzt gerade Deutsch spielen, können wir eigentlich auch mal hier den Mod auf deutscher Basis spielen, ja, und ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Wir haben jetzt hier schon den Einsatz reinbekommen, ich glaube, das ist hier, ne, das ist nicht, okay, das habe ich schon gedacht, ich habe aussehen die Sirene angemacht. So, wir fahren auch gleich mal los. Wir sind hier heute mit den NEF unterwegs, mit einem T5, weil ich habe mir überlegt, der RTW ist ein bisschen so altbacken. Darum fahren wir heute einfach mal mit den NEF rum, weil der ist, glaube ich, auch nicht schlecht und den hat man noch nicht so gesehen in der Mod 3, ja. So, wir haben hier, genau, vorhin war ich ja, wir haben hier einen verletzten Patienten anscheinend, so noch schnell das EMS, das ELS-Menü aufgemacht. Wir haben einen Verkehrsunfall, genau, Verkehrsunfall war es. Und da schauen wir jetzt gleich mal vorbei, was da so los ist, weil da wird auf jeden Fall hier ein Notarzt benötigt, ja, und da sind wir gleich mal auf dem Weg und schauen mal, wann wir da ankommen. Das ist auf jeden Fall hier noch 1,4 Kilometer entfernt und jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt kommen hier große Kreuzungen. So, bitte mal aus dem Weg. So, da la, lassen wir mal die Sirene einfach mal ein bisschen an, weil jetzt kommen hier eh ein paar Kreuzungen, das ist gar nicht schlecht. So, da la. Manchmal muss er die Sirene einfach anmachen, weil sonst kommt man hier echt nicht durch. Man muss natürlich nicht die ganze Zeit anhaben. Gerade bei uns hier, da wo ich wohne, also hier in echt, haben sie die Sirene sehr, sehr selten an. Also da wird schon wirklich gespart, hoch 10. So, jetzt sind wir aber auch schon fast da. Da vorne müsste der Unfall sein. Oh ja, und ich sehe schon hier hinten die Fahrzeuge spawnen. Also schaut schon mal gut aus. Jetzt müssen wir nur hier umkehren. So, irgendwie. So, hier ist der Unfall. Gut, dann drehen wir jetzt mal und stellen uns hier auf die Mittelspur hin. Das Auto ist noch ein bisschen schwierig. Vor allem, ich glaube, der hat auch Hackantriebe eigentlich hier im Spiel, was ja der Wahrheit nicht entspricht, aber naja. So. Hier, Rettungsdienst ist am Schlüssel. Und schauen wir jetzt mal, was hier los ist. Hier, schönes Bild. Alle Einsatzkräfte am Ort. So, es ist hier los. Okay, dann helfen wir den guten Herrn mal, ja. So, da la. Bitte aus dem Weg, lass mich durch, ich bin Arzt. Okay, erstmal hier alle Leute wegwinken, das ist natürlich immer gut. Hier, Feuerwehr ist auch am Start. Die Berufsfeuerwehr und unser Dings hier. So, das machen wir mal so ein oder zwei Mal, dass der hier ein bisschen... Okay, er ist nicht am Atmen, aber du, ich bin ein Wunderheiler und ich würde sagen, der Typ ist wieder... Gut, ja, so, hier. Geht's Ihnen gut, der Herr? Haben Sie, geht's Ihnen wieder gut hier? Okay, der scheint noch ein bisschen hier fertig zu sein mit der Welt. Also noch so ein kleines bisschen. Also ich werde vielleicht, obwohl das ist natürlich immer so eine Sache, vielleicht werde ich noch die Coast Guard anspielen, aber das ist halt, das werde ich dann vielleicht machen, wenn wir, oh, okay. Take patient to hospital. Release patient on scene. Rescue patient is ready for transport. So. Show me en route to the hospital. dieses Google-Ding. Show on route. Ah ja. Okay, wie gesagt, Coast Guard kommt vielleicht noch. Das kommt echt drauf an, weil... Weißt du, Coast Guard ist jetzt nicht so der Hammer, muss ich sagen. Und ja, da muss ich mal gucken. Wenn, dann werde ich das vielleicht die Coast Guard machen, wenn wir wieder amerikanisch sind, weil in Deutschland gibt es ja jetzt die Küstenwache nicht so explizit wie jetzt hier in Amerika, da finde ich sie deutlich besser. Und da werden wir mal schauen, wenn wir dann hier, wie gesagt, wenn wir dann wieder amerikanisch spielen, dann werde ich das soweit machen. Dann werde ich, denke ich mal, Coast Guard noch mal haben. Vielleicht werde ich jetzt hier, gerade wo wir bei den Deutschen sind, noch Helikopterstreifen machen. Das kann ich, das werde ich vielleicht noch machen, ja. Vielleicht mache ich es heute noch in der Folge gleich. Noch, weil das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann haben wir das alles in einen Part drin und dann müsst ihr nicht hier die ganze Zeit die Fahrten sehen. Und es ist, glaube ich, auch so besser, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder und dann werde ich mal die Helikopterstreife ausprobieren. Die ist, glaube ich, auch ganz interessant, ja. Wir sehen uns gleich wieder, liebe Leute. Bis dann. Hallo, ich bin Marcel Davis. Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1&1. Mein Team und ich helfen Ihnen gerne. Ach Mensch, hör auf!
Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Wir sind jetzt hier im NEF. Nein, nicht NEF, was rede ich? Rettungstransporthelikopter RTH, genau, so meine ich es. Wir sind jetzt hier im RTH dementsprechend, wie ich gerade es erwähnt habe. Und wir haben hier einen Einsatz, und zwar ein vermissten Fallschirmjäger, ja. Haben wir hier. Also da müssen wir mal gucken, ob wir den hier finden, den guten Herrn. Ein Park Ranger ist auf jeden Fall hier schon am Ort. Und ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hä? Hallo? Ach da, okay. Hier ist auf jeden Fall, müssen wir suchen, ob wir den guten Herrn finden. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Der wird hier, vielleicht ist er hier irgendwo am Baum oder so hängen geblieben. Da müssen wir ja immer aufpassen. Aber ich denke, wir werden den auf jeden Fall hier finden im Helikopter. Das ist ja zum Glück ein bisschen einfacher. Gut, die Helikopter-Einsätze sind, glaube ich, nochmal ein Stück geiler. Also finde ich jetzt persönlich. Weil die dann, weil es halt dann nochmal was anderes ist. So, vor allem, weil man das halt aus LSPDFR nicht so kennt. Finde ich, ist auf jeden Fall ganz geil. Da finde ich sogar die deutschen Helikopter ganz geil. So. Jetzt hier sind wir da. Und dann hovern wir jetzt mal ein bisschen und schauen mal, ob wir hier irgendwas sehen. So, da lag ich schon mal ein bisschen rum. Ich weiß ja nicht, nach was ich jetzt so Oh, hier ist auf jeden Fall der Park Ranger. Vielleicht gehen wir zu denen einfach mal. Oder auch nicht. Hä, auf wen schießen die? What the fuck, hier ist eine Verfolgung, alles klar. Ja, die Frage ist jetzt, wie soll ich jetzt diesen Park Ranger... Ach da, hier. Hier ist der Park Ranger. Dann landen wir hier jetzt einfach mal und reden mal mit denen oder schauen mal, ob Medic Air, eine Show im E in the area. So. Wir landen hier mal. Ganz sanft mit dem Baby. So, da, da. Luftrettung ist am Einsatzort. Boah, hier, geiles Teil. Ja, das ist unser Gefährt. Hier ein Eurocopter müsste es, glaube ich, sein. Ich weiß gerade gar nicht genau, so richtig. So, ich habe mal kurz Screenshot gemacht. Muss ja immer sein, also ganz ehrlich, das ist ein geiles Bild. So, kann ich mit denen jetzt hier reden irgendwie? Nein! Hä? What the fuck? Hilfe! Ich flieg! What the fuck? Hä, was war das jetzt? Ich verstehe es nicht. hallo? Wo bin ich jetzt? Hilfe! Um Gottes Willen! Ich weiß nicht, was mein Typ da gerade macht. Jetzt ist er hier irgendwie... Hä? Hallo? Hallo? Bewegst du dich heute noch? Hallo? Ja, geht doch. Victim is dead. Update your status and call for Corona Office to remove. Okay. Ja, aber ich habe ja hier jetzt, bin ja nicht on duty. Gut, den Corona lassen wir mal. Ich weiß ja gar nicht, wo die Leiche ist. Aber okay. Wir sollen unseren Status updaten, ne? Die Frage ist, wie mache ich das? Keine Ahnung. wie update ich denn hier meinen Status? Ja, ist doch schon gut. Ich weiß nicht, wie ich meinen Status update, liebe Leute. Oh, das war Radio. Das wollte ich nicht. Ja, wie update ich jetzt hier meinen Status? Ich lande mal kurz hier, weil sonst regen sich die Leute da auf der Straße die ganze Zeit auf. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, jetzt habe ich schon gedacht, dass dann das Auto hier verzogen. Wie kann ich denn meinen Status hier ändern? Hier irgendwo? Nee, das nicht. Wie kann ich meinen Status ändern? Ah, ich schau mal kurz. Ich muss mal kurz schauen, wie mein Status update. Bis dann. Ist doch lächerlich, oder? Originale Nichtskönner. Boah, ich muss erstmal hier hochkommen. Ja, hat gut hingehauen. So, dann fliegen wir jetzt mal zur Basis wieder zurück. Und schau mal, ob vielleicht dabei gleich wieder ein Einsatz reinkommt. Mal schauen. Ja. Mit unserem schönen Helikopter. Ich tue den mal kurz reparieren, weil ich glaube, der ist ein bisschen kaputt. Medic Air 1 Respond to a Cardiac Arrest Address is Registered Avenue be advised FD on scene. Was? Okay. Hier haben wir gleich wieder einen Einsatz. Dann fliegen wir da mal hin. Hier, Candy Egg Arrest. Das scheint wohl irgendwie
Das weiß ich jetzt gerade selber nicht so wirklich. Was heißt ein Candy Egg? Das haben wir noch nie gehört so wirklich. Das Wort. Da ist auf jeden Fall nur das Fire Department on scene. Okay, das ist dann schon mal was anderes. Hier, Los Santos von oben. Sieht man auch nicht so oft, vor allem in meiner Reihe hier, weil ich ja immer nur als Fuß... Ah, hier. Am Strand ist es. Schauen wir mal. Das könnte dann hier vielleicht jemand sein, der am Ertrinken war oder so, könnte ich mir denken. So, hier hinten sieht man, glaube ich, schon den RTW stehen, oder? Nee, Feuerwehrwagen. Das ist... Aber eigentlich ist doch da die Lifeguard zuständig, oder nicht? Aber okay. Hallo? Was? Okay, jetzt sind wir plötzlich ADAC Luftrettung. Alles klar. Ja, eigentlich habe ich nämlich den Luftrettungshelikopter installiert, aber irgendwie ist dann hier doch der NEF-Skin hier drauf. Keine Ahnung, irgendwie backt das gerade ein bisschen rum. So, wir landen jetzt hier mal ganz sanft. So, da la. Ich wusste gar nicht, dass ich dann doch so recht stabil Helikopter fliegen kann. Magic so, hier. Air, eine Show im E on Scene. Fire Department ist hier on Scene. Sie stehen einfach nur rum und machen nichts. Aber dazu sind wir ja jetzt da, ne? So, dann gucken wir mal, ob der gute Herr noch lebt. Also er hat auf jeden Fall eine... Er blinzelt auf jeden Fall noch, das sehe ich. Das ist schon mal gut. Aber die haben hier auch irgendwie nichts gemacht. So, dann machen wir jetzt wieder das gleiche Spiel vorhin. Ein, zwei oder drei Mal. Und dann schauen wir mal. Ah, er lebt, hier. Jetzt geht's. Wo kommt denn die Musik her? Hier aus diesem Laden da oder was? Eieiei. So, geht's Ihnen wieder gut, der Herr? Geht's Ihnen wieder gut? So, ich trink mal. Ich trink mal kurz was. Wenn ich hier jetzt gerade in der Animation drin bin. So. Also falls, dass ihr euch den Mod hier... So, jetzt machen wir mal kurz. Wir nehmen den... Sollen wir den zum Hospital kommen? Wir nehmen den mit zum Hospital. Patient is ready for transport. Also, falls... in route to the hospital. Ja, ist jetzt gut. So, was ich sagen wollte, falls dass ihr euch die Mod hier holen wollt... What the fuck? Was machst du da? Okay, so, falls dass ihr euch den Mod holen wollt, den könnt ihr euch hier downloaden bei GTA 5 Mods. Oder generell einfach mal bei Google GTA 5 Rescue Mod eingeben, dann findet ihr den auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall ganz geil, finde ich. Ist zwar jetzt nicht so umfangreich wie LSP DFR, aber naja, es ist auf jeden Fall ganz geil, finde ich. Also, weiß ich auch mal ein bisschen mehr... Oh, ist ein ADAC-Helikopter, oder? Nee. Ich finde es halt, es geht mal ein bisschen mehr in diese EMS-Richtung und nicht immer nur in diese Polizeirichtung. Ich wünsche mir noch... dass es so eine eigene Modding-Site gäbe, wie zum Beispiel bei LSPDFR. Aber das gibt es leider nicht. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Aber naja, kann man jetzt auch nichts machen. So. Ich weiß es nur nicht genau, wo unser Krankenhaus nochmal war. Zeigt er uns das jetzt nicht an, oder was? Na toll. Hm. Jetzt nimmt er wieder einen ADAC-Skin. Irgendwie buggt das echt rum. Aber ich verstehe nicht, wieso der da so rumbuggt. Ich finde, das ist Krankenhaus gar nicht so wirklich. Hier ist zwar eins, aber ich weiß nicht, ob das geht. Ich denke jetzt eher nicht, aber ja gut. Nee, da kann man hier nichts machen. Da weiß ich jetzt gerade irgendwie auch nicht, was wir mit den Typen machen. Komm, was ist jetzt, wenn wir hier Helikopter Options? Was? Hover? Okay. Was können wir hier denn jetzt machen? Turn Spotlight on. Ja, aber wir haben kein Spotlight. Ja gut. Was können wir hier sonst machen? Turn Night Vision on, Rappel down. Was? Hä? Was ist das jetzt? Das ist doch nicht die Logik von unter. What the fuck? Ja, und er sitzt zu Beginn und denkt sich, ja, this way, dude, what's really happening over on? Ja,
So wie dazu. Ich glaube, jetzt ist es eher abgestürzt. Kann nicht. Nee, es geht immer noch. Okay. Rappel up with victim. Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Was? Was ist jetzt? Ja, da passiert nichts. Echt. Update Status. Eine Show im E available. So. Wir sind jetzt hier Michael. Weil Michael ist ein super Notarzt, das wissen wir alle, der Michael hier. Scheiße, ich hab gedacht, das überlebe ich. Okay, das ist hier wieder der gleiche Einsatz wie vorhin. Oder wo wir vorhin gemacht haben. Super. Alter, jetzt habe ich den Skin wieder. Ja, wenigstens etwas. Jetzt habe ich wenigstens den Skin wieder. Boah, das ist ja hier ewig weit weg. Boah, das ist ja ewig weit weg. Sollen wir da jetzt überhaupt noch hin? Gut, die Zeit ist jetzt eh um, ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war es erstmal mit EMS 5. Soweit. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich weiß noch nicht wann. Das ist ja hier unregelmäßig. Und dann schauen wir mal. Genau, dann spielen wir halt mal ein bisschen als Coast Guard, würde ich sagen. Ist auch nicht schlecht, ja. Und wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge, ja. Bis dahin. Wünsche ich euch noch einen super Tag. Tschüss.